Bericht des Oberbürgermeisters, Tagesordnungspunkt 2, den ich heute mal etwas anders halten möchte. Gucken wir mal, dass die Technik schön hochfährt. Wir werden meine ganz kurze Präsentation halten. Geht um das Thema Unterbringung Asylsuchender in Dresden, um Sie auf diesem Wege mitzunehmen. Wo stehen wir? Was sind die aktuellen Herausforderungen für die Stadt? Und das macht sich einfach besser, wenn man das in Zahlen, Daten, Fakten auch nochmal kurz präsentiert bekommt. Wir werden das in aller gebotenen Kürze machen. Wir werden uns damit jetzt in der nächsten Runde der Ausschüsse, Ortsbeiräte und natürlich dann auch im nächsten Stadtrat im Wesentlichen damit beschäftigen. So, da sehen wir. Starten wir hinein. Das sind viele kleine Zahlen, die Sie da haben. Ich will da kleine Lesehilfe geben und das Wesentliche für Sie darstellen mit Telefonat vom 6.11. mit Herrn Staatsminister Ulbich und dann in der Folgewoche auch schriftlich übermittelt haben wir die neuen Zuweisungsprognosen für die Stadt Dresden erhalten, indem wir von bisher 98 Zuweisungen, die die Landeshauptstadt in den vergangenen Wochen bekommen hat, manchmal waren es auch nur 49, dann in, sukzessiv von Ende November ansteigend, so bei Mitte Dezember dann erreichen circa 400, gut 400 kommunal in die Stadt Dresden Flüchtlinge zur Unterbringung zugewiesen bekommen, was bedeutet gut 1700 im Dezember und nochmal ungefähr so eine Größenordnung im Januar. Und das sind die Herausforderungen, mit denen wir uns in den nächsten Tagen und Wochen auseinandersetzen dürfen. Das sah man auch, das sind ungefähr 4800 für das Jahr 2015 insgesamt die Stadt Dresden erreichen werden. Von der Prognose vom August liegen wir damit noch unten drunter. 5.300 war avisiert. Das noch auf einer gesamtdeutschen Prognose, die bei etwas über 600.000 lag. Die neuen Prognosen sind dann wahlweise 800.000, es gehen sogar Prognosen von 1,5 Millionen aus, die uns in 2015 in Deutschland erreichen. Da habe ich Ihnen nun mal auch aufgezeigt, was heißt das für Sachsen und was würde das auch bedeuten für Dresden, dass eher der Zustrom, den wir zugewiesen bekommen, auch dann über den Januar hinaus in hoher Anzahl erhalten bleiben wird und wir uns entsprechend darauf vorbereiten müssen. Im Moment haben wir in unserer Stadt in Erstaufnahmeeinrichtungen, immer stichtagsbezogen, zum 10. November knapp 3.300 Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen, bis dahin ca. 2.900 im Jahr 2015 zugewiesen bekommen, aus 2014 1.300, macht ca. 7.500, die in Dresden mit Mitte November leben. Wir müssen damit rechnen, dass wir in 2015 noch weitere Kapazitäten wachsend haben, sowohl in Erstaufnahmeeinrichtungen wie in den kommunalen Zuweisungen von jeweils ca. 2.000, sodass ich erwarte, irgendwann im Dezember werden wir die 10.000er Grenze asylsuchender Menschen in Dresden überschreiten. Wenn man sich anschaut, das Erstaufnahmeeinrichtungskonzept des Freistaates ist ja im Wesentlichen geprägt von dem Drei-Standorte-Konzept, die Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz-Schneeberg. Das sind die meisten Erstaufnahmeeinrichtungen konzentriert, aber auch aufgrund der Größe, der Menge an Flüchtlingssuchenden ist der Freistaat auch quer über das gesamte Landesgebiet verteilt auf der Suche nach Erstaufnahmekapazitäten. Und das ist Ihnen mal hier in der Grafik dargestellt. Sie sehen aber auch, dass wir da durchaus an der Spitze in Sachsen liegen. Im Moment haben wir die 6 Standorte mit einer Kapazität von gut 3.500. Wir erwarten
weitere Einrichtungen, die in Kürze uns mitgeteilt worden sind, entsprechend eröffnet werden, mit auch dargestellten Kapazitäten. Insofern ist zu erwarten, bis um den Jahreswechsel noch mal ca. 2.500 Plätze hinzubekommen werden in unserer Stadt. Die eigentliche Einrichtung, dauerhafte Einrichtungen, Stauffenbergallee Hammerweg, ist dann vorgesehen für Ende 2016, dass sie dann fertiggestellt ist und noch mal 700 Plätze bringen wird. Das fordert uns sehr stark heraus, das ist nicht unbekannt. Wir werden von heute an bis Ende Januar Platzbedarf für Asylsuchende, für kommunal zugewiesene von 3.650 Personen zu generieren haben, entsprechend unterzubringen. Insoweit sind wir da sehr stark als gesamtes Leitungsteam, aber insbesondere als Projektgruppe unterwegs, um dieses auch erfüllen zu können. Wir haben heute die Vorlage zur Fürsterlingstraße auf der Tagesordnung. Weitere Vorlagen gehen in den Geschäftsgang, ein Maßnahmenpaket 2 und dann drei Vorlagen zu Containerstandorten. Der Geschäftsgang ist eben die nächste Sitzungsperiode, die entsprechend betroffenen Ortsbeiräte, der Integrations- und Ausländerbeirat und in Sondersitzung vorgesehen vor der nächsten Stadtratssitzung sowohl der Sozial- und der Finanzausschuss und dann die Stadtratssitzung am 10. Dezember, um dies umzusetzen. Man muss auch sagen, im Moment jetzt sowohl in den Monaten Dezember wie Januar bekommen wir jeweils im Monat so viele Menschen zugewiesen, wie wir die ersten 8 Monate nach Dresden bekommen haben, von Januar bis August. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, auch für die Verwaltungsspitze und die gesamte Stadtgesellschaft, das auch rechtzeitig zu organisieren. Dabei versuchen wir schon, auch Kostengrößen mit im Blick zu nehmen, soweit es auch mit der Fristigkeit möglich ist. Das werden wir in Ausschüssen noch etwas detaillierter vielleicht besprechen können. Containerlösungen sind relativ teure Lösungen, aber sie gehen schneller in der Realisierung. Wir versuchen auch, Kapazitäten von Hotels zu nutzen und am Ende auch Wohnungen, die uns zur Verfügung gestellt werden, um nur einige Beispiele zu nennen. Ganz kurz zum Arbeitsstand der Vorlagen im Geschäftsgang. Wie gesagt, die Fürsterlingstraße steht heute auf der Tagesordnung mit einer Kapazität von 168 Plätzen. Maximal wären in den Gebäuden 398 Plätze möglich. Ich würde mir erlauben, dann auch zum Tagesordnungspunkt selber auch den Antrag noch mal von mir einzubringen, die Kapazität auch zu prüfen, auf die maximalen Größe auch auszubauen. Wir haben ein Maßnahmenpaket 2, kommt dann noch mal in der Folge, was der Inhalt ist, mit 1.200 Plätzen und drei Standorte von Containern, die insgesamt noch mal ca. 1.300 Plätze ermöglichen. Zusammengefasst kommen wir dann bis zu 3.000 Plätze. Unser Aufruf an die Dresdner Bevölkerung war nicht so erfolglos, wie das mancher medial vermeldet hat. Immerhin haben wir in den wenigen Tagen bisher rund 200 Wohnungsangebote bekommen. Auch das hat eine Doppelfunktion für uns. Einmal natürlich weitere Plätze für die Unterbringung, aber ich sehe darin auch eine wunderbare Möglichkeit der Integration in die Stadtgesellschaft und bin da jedem, der uns Angebote macht, sehr dankbar. Darüber hinaus sind wir in Gesprächen mit verschiedenen Hotelstandorten und sehen da perspektivisch die Möglichkeit, ca. 1.000 Plätze für die Unterbringung akquirieren zu können. Im Maßnahmenpaket 2, wie gesagt, wird in der nächsten Ausschussrunde uns beschäftigen, sind verschiedene Standorte entsprechend benannt, über die wir uns dann beschäftigen werden. Will da heute gar nicht im Detail eingehen, sondern Ihnen nur aufmachen, mit welchen Punkten wir an welchen wir arbeiten, in dem Sie dann noch arbeiten werden, weil da war zwischen Prognose, die wir jetzt fortgeschrieben bekommen haben, und heutige Stadtratssitzung, dann kein Ältestenrat und keine Stadtratssitzung gewesen. Deswegen heute die erste Möglichkeit, Sie auch offiziell darüber zu informieren. Dabei steht für uns im Fokus, dass wir versuchen, soweit es möglich ist, eine Gleichverteilung über das Stadtgebiet, sowohl von Erstaufnahmeeinrichtungen wie von kommunalen Einrichtungen zu ermöglichen.
da keine besonderen Brennpunkte, aber auch keine weißen Flecken entstehen. Und ist ja auch angeschnitten worden, klar. Wir beschäftigen uns auch schon aus ökonomischen Gründen heraus mit dem Thema, wie können wir auch dauerhaft Objekte schaffen, spätestens wenn Flüchtlinge anerkannt sind, haben sie auch ein Recht, ganz normal auf den Wohnungsmarkt Angebote zu bekommen. Ich bin jetzt bei meinen Präsentationen und Diskussionen davon ausgegangen, von dem, was ich an Flüchtlingen in 14, 15 und mit Annahme in 16 bekomme, davon 40% Anerkennung plus 20% Sicherheitszuschlag sind ca. 60%, 6.900 Menschen. Und dann komme ich auf einen zusätzlichen Bedarf von ca. knapp 2.500 Wohneinheiten, die wir in Dresden sehr kurzfristig dann auch schaffen sollten. Insoweit gilt es im Moment, dieses entsprechend vorzubereiten. Sie können sicher sein, im Moment habe ich jeden Tag ein bis zwei Gespräche mit Investoren, mit Partnern aus der Stadtgesellschaft, um dieses stemmen zu können. Das sind sowohl private Unternehmen, das sind Genossenschaften und sehr wohl diskutieren wir in der Leitungsebene auch die Kommunalinvestitionen, was wir ja auch bereits über zum Beispiel Käufe wie den Prinz Eugen auch bereits tätig sind. Und um Ihnen nur anzureißen, das ist aber nur eine Facette des ganzen Themas. Es gibt da viele, viele weitere städtische Aufgaben, die wir im Moment in der Spitze im Leitungsteam sehr engagiert angehen. Das ist Fortschreibung der Kita, Schulnetzplanung, Bildungsplan, Wohnungsbau habe ich bereits angeschnitten. Es geht aber auch bis hinein in die Personal- und Organisationsentwicklung, Sportentwicklungskonzept und so weiter und so fort. Es ist eine sehr breit gefächerte Tätigkeit, die die Stadtspitze dabei wahrnimmt und auch, glaube ich, sehr engagiert wahrnimmt. Und insoweit kann ich noch ganz herzliches Dankeschön an alle gewählten Kollegen machen, denn es gab hier keine große Einarbeitungszeit, sondern es geht ein Start von 0 auf 100 und kann sagen, machen alle mit Engagement, mit Bravour und insoweit brauchen Sie keine Sorge haben, dass die Stadtspitze sich alle Mühe gibt, die große Herausforderung dieses Themengebietes gut im Griff zu haben. In diesem Sinne, vielen Dank. Soweit, meine Damen und Herren, Bericht des Oberbürgermeisters.